Einen wunderschönen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der Epic Bio Farm. Diese Folge wird auch so ein bisschen als Kanal-Update dienen, denn wir müssen reden. Aktuell, ja, ich muss es einfach so sagen, es läuft aktuell nicht ganz so, wie ich mir das vorstelle. Was vor allem daran liegt, dass ich meine Kopfhörer leiser machen muss. Was vor allem daran liegt, dass ich, doof gesagt, ich habe keine Zeit. Ich sag mal, es gibt so vier Dinge, die meine Zeit so generell beanspruchen. Das eine ist natürlich Arbeit. Dann haben wir hier YouTube. Ich sag mal, in der Phase, wo halt Corona so richtig gerockt hat und ich halt gar nicht arbeiten konnte, habe ich so 20 Stunden pro Woche in YouTube gesteckt. Und habe mir da mein Pensum aufgelegt und dachte, ich könnte das irgendwie halt, wenn es mit Arbeit losgeht, wieder, immer noch irgendwie aufrechthalten. Vielleicht nicht mehr ganz so umfangreich, aber ja, ich dachte, es geht irgendwie. Ich sag mal, war gut geschätzt, funktioniert absolut gar nicht. Erstmal das. Also wie gesagt, es gibt so vier Punkte, die meine Zeit beanspruchen. Das ist natürlich Arbeit, YouTube, Haushalt, so insgesamt das Haus hier. Und ja, dass ich selber noch Musik mache, sprich Schlagzeug, Gitarre und DJing. Und Schlagzeug, Gitarre, DJing ist aktuell Deko, steht nur rum, hängt nur rum, passiert gar nichts mit. Haushalt, das Nötigste, YouTube, wird sehr, 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 sehr stark vernachlässigt. Also gerade jetzt in dieser heißen Phase, wo die Farmcom stattfindet und weitere LS22-Infos rauskommen, die ich eigentlich euch versprochen habe, alle hier zu zeigen. Doof gesagt, ich komme nicht dazu. Ich habe keine Zeit. Das ist eine Sache, die mich aktuell sehr ärgert und wo ich auch keine Lösung dafür weiß, weil nach so langer Zeit geht die Arbeit jetzt einfach vor und irgendwie, es muss alles laufen, solange es noch laufen kann. Ich vermute mal so in 2 Monaten irgendwie wieder im nächsten Lockdown, wenn das so weitergeht. Also im Winter wird es so oder so besser, im Winter arbeite ich ja so oder so weniger, aber ich vermute mal so 1-2 Monate läuft das noch so weiter und dann werde ich wieder mehr Zeit für YouTube haben und dass ich wieder Musik machen kann. Also wie gesagt, wenn ihr mich abonniert habt, weil ihr jetzt hier wirklich richtig viel Infovideos und so euch erhofft habt, wie ich es halt auch versprochen habe, tut es mir einfach wirklich leid, weil keine Chance, ich weiß nicht, wo ich die Zeit dafür hernehmen soll. Ich arbeite momentan wirklich, da kann ich gar nicht sagen, wie viele Stunden ich momentan arbeite. Aber zu viele. Ja, so viel dazu. Das wollte ich einmal loswerden. Denn, habt ihr schon gesehen, es gibt mindestens eine Folge, die im Multiplayer hier drauf, vonstatten gegangen ist. Wir haben letzten Sonntag, haben wir nämlich im Multiplayer gehäckselt. Da habe ich 3 Videos gemacht. Mindestens 2 werden davon online gehen. Das heute muss ich noch schneiden. Das wird auch hier nach rauskommen. Beim dritten muss ich mal gucken, ob ich da was Interessantes rauskriege. Und sag mal so, der harte Kern, der ganz zum Schluss nach den Aufnahmen auch noch da war, sind Marc, Jan und ich. Wir haben oder sind am Überlegen aktuell ja ein gesondertes Multiplayer-Projekt für diesen YouTube-Kanal oder allgemein zu starten und ich werde das halt für diesen YouTube-Kanal missbrauchen. Shame on me. In dem Sinne, Marc, Jan, tut mir leid, dass ich aktuell ja, ich jeden Termin verschiebe oder absage. Wie ich schon gesagt habe, ich weiß nicht, wo ich mit meiner Zeit hin soll. Das ist eine Katastrophe. Ja. Aber das ist schon mal, ich sag mal, gibt es auch einige lustige Zufälle, was Marketing angeht. Und ich denke mal, das erzählen wir denn, wenn wir mit dem Projekt starten. Wir sind gerade noch am Labern, was für ein Projekt das sein könnte. Entweder XXXXXXL oder eventuell Oldtimer. So die beiden Sachen habe ich jetzt vorgeschlagen. Mal gucken, was die beiden sagen. Sollen natürlich dem Projekt auch
ihre Unterschrift beiwohnen. Das soll ja nicht nur meine Sache sein, sondern uns drei Spaß machen. Apropos Multiplayer, wenn ihr Bock habt, auf jeden Fall, also wenn du sagst, ey, hast auch Bock auf YouTube und oder hier auf meinem Kanal dabei zu sein und du hast Bock im Multiplayer zu zocken mit uns, für den LS22 suche ich generell eine etwas größere Truppe, dass man eventuell zwei, drei Höfe auf einer Map wirtschaften kann mit mehreren Leuten. Hätte ich Bock drauf, kannst gerne in die Kommentare was dazu schreiben. Und ich muss mal kurz überlegen, gibt es noch irgendwas, was jetzt hier Kanal-Update-mäßig? Also außer, ja, wie gesagt, aktuell videotechnisch Katastrophe. Ich komme zu nichts. Nee, ich glaube, ich würde sagen, das war's. In dem Sinne zocken wir jetzt noch ein bisschen weiter, bis wir diese Folge beenden. Denn es soll ja nicht nur ein Kanal-Update sein, sondern auch eine Folge. Und ja, das ist quasi hier das vorletzte Feld, was wir ernten müssen. Meist Dreschen sind wir aktuell bei. Das muss heute auch unbedingt passieren, weil morgen und übermorgen soll es regnen. Wenn es regnet, kann ich hier ja die 43 zu Ende machen. Da sind wir aber auch schon weiter. Also guck mal, so viel ist da gar nicht mehr drauf. Dauert aber längst natürlich seine Zeit mit den kleinen 3 Meter Roder. Macht Spaß. Ja, so viel dazu. Ne? Und dann müssen wir mal gucken, was wir in der nächsten Folge, die ich halt, also das Projekt hier wird alleine weiterlaufen, ohne Marc und Jan. Wir werden halt, wie gesagt, ein gesondertes Projekt zusammen machen, weil das hier ist so, da mache ich abends, wenn ich mal Bock habe, nochmal eben und Zeit habe, eine Stunde. So, auf jeden Fall, nächste Folge wird dann, ja, Ölrettich angesehen, denke ich mal, falls wir es machen. Vielleicht auch nicht. Werden wir gucken. So, der müsste genau mittlerweile leer sein und den können wir hier auch wieder uns in die Fluten stechen. Und ich denke mal, das kleine Feld hier machen wir ohne GPS weiter. Das sollte auf jeden Fall funktionieren. Ja, irgendwie mein Plan für dieses Wochenende ist ein bisschen katastrophal. Ich habe vergessen, dass meine Schwester 18 wird. Ja, es ist zu viel dazu. Muss ich Sonntag kennen? Morgen habe ich Zeit. Mal gucken, dass ich... Ich habe, wie gesagt, ein paar Videos vorbereitet. Ich muss die nur noch schneiden, veröffentlichen und so weiter und so weiter. Dass ich sowas morgen mache. Mein Haushalt... Ich wollte nicht wissen, wie meine Küche aussieht. Katastrophe. Und jetzt ist gerade Freitagabend. Sehr spät. Ich mache das hier nochmal in Folge fertig, dass es morgen, also am Samstag, rauskommt. Denn, ja, irgendwie so. Es wird auch bald wieder weitere Openings geben. Ich habe eins aufgenommen, Metal Raiders müsste das, glaube ich, gewesen sein. Ich habe auch immer ein bisschen was bestellt, eine Kleinigkeit, ein Display und eine Figur, die eventuell in meinem PC Platz finden wird, von Milinava. Und, ja, finde ich ganz nice. Habe ich Bock drauf. Und dann wollen wir mal gucken. Oh, eigentlich hätte ich wirklich jetzt Bock, wieder ein Opening zu machen. Vielleicht schaffe ich das morgen. Aber erstmal muss ich das andere Opening geschnitten haben. Oder ich lasse das auf Reserve erstmal liegen. Weiß ich noch nicht. Keine Ahnung, Mann. Ja. Zwischendurch habe ich in die Farmcom reingeguckt. Wie gesagt, ich hatte nicht wirklich Zeit. Und immer wenn ich reingeguckt habe, dachte ich mir so, irgendwie ist das langweilig. Also, Zuschauer zahlenmäßig auch irgendwie enttäuschend. Also ich hätte mit mehr gerechnet. Immer wenn ich reingeguckt habe, waren es so um die 1500 Zuschauer. Ist irgendwie wenig dafür. Also, aber vielleicht liegt das auch an der Sache an sich. Ich denke mal, viele werden keinen Bock drauf haben, weil es Englisch ist. Und ich denke mal, ein Großteil der Community kommt halt aus Deutschland. Und ja, das, was ich gerade gedacht habe, sage ich jetzt lieber nicht. Aber es ist halt wirklich sehr flüssiges und schon ziemlich amerikanisches Englisch und ich kann verstehen, warum man da keinen Bock drauf hat. Denn auch wahrscheinlich geht es vielen so wie mir. Ich meine, ihr könnt eure Meinung dazu gerne in den Kommentaren schreiben, aber jedes Mal, wenn ich reingeguckt habe, dachte ich mir, so eine Viertelstunde geguckt und dachte mir so, ja, irgendwie musste ich das nicht gucken. Irgendwie war es nicht interessant. Ja,
Wie gesagt, schreibt dazu gerne mal eure Meinung in die Kommentare, was ihr aktuell so zu Farmcom sagt. Wie findet oder ja, wie fandet ihr die, wenn ihr reingeguckt habt? Ich sag mal, Gameplay hätte ich gern gesehen, habe ich nicht. Mal gucken, ob ich da was zu YouTube finde. Ich habe eigentlich vor, irgendwie bei den YouTube-Kollegen oder bei, ich hoffe, dass die Farmcom generell veröffentlicht wird, mich dort einmal durchzugucken und ein kompaktes Video zu schneiden, daraus eine News-Folge zu machen. Muss ich gucken, wie es hinkommt. Und ja, so viel dazu, doof gesagt. Aber das Gameplay würde ich mir ganz gerne nochmal angucken. Das wird sich wahrscheinlich irgendwo auf YouTube finden lassen. Weil da bin ich, das Einzige, was mich wirklich interessiert, neben den neuen Feature, was vorgestellt wird oder wurde. Ich meine, die läuft gerade aktuell, ist Farming Simulator League. Habe ich mir 5 Minuten angeguckt und dachte mir so, nee, das ist irgendwie nicht interessant. Das tut mir leid, wenn ich das so sagen muss. Sorry, Giants. Aber irgendwie trifft das nicht mein Geschmack. Ist zu langsam alles. Auch gestern hat irgendjemand da geredet. Und das ist alles so langsam. Irgendwie, das ist YouTube. Hier muss alles Schlag auf Schlag und schnell gehen. Ja. Irgendwie, keine Ahnung. So. Leute, ich würde sagen, sollte halt vor allem Kanal-Adept sein mit dem, was aktuell alles schief geht. Und ja, danke fürs Einschalten. Dir jetzt gefallen und ja, Däumchen nach oben. Aber für meinen Kanal würde ich mich sehr darüber freuen und in dem Sinne sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Mal gucken, was wir machen. Wahrscheinlich wird die nächste Folge wieder ein Teil des MySexy-Projekts sein. In dem Sinne sehen wir uns dort auch wieder. Bis dann und ciao.